Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ja, schön, dich hier zu haben, Mensch. Schön, hier zu sein. Na, oder? Wie gefällt es dir hier? Öfters hier? Öfters in diesem Restaurant, ja. Mhm. Ja. Ist tatsächlich eine Hohlkehle, ist ein Studio, kein Restaurant. Oh, fuck, ich verwechsel das manchmal. Nee, alles gut. Mhm. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben 5 Gänge. Mhm. Oder 4, glaube ich. Frag mich, wer zur Hölle OnlyFans von der militanten Veganerin kauft. Ich verstehe das gar nicht. Gänge sind's. Mhm. In jedem Gang kommt ein Statement, eine Message, die wir uns vorher überlegt haben. Beschäftigt sich ein bisschen mit dir, ein bisschen mit deiner Mission. Mhm. Und dann reden wir da ein paar Minuten drüber. Die OnlyFans ist für mich und gestorben. Wir haben so eine gewisse Spannungskurve drin. Mhm. Gibt auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Wir sind ja auch schon mal aneinander geraten ein paar Mal. Hatten ja auch die eine oder andere Diskussion. Und jetzt sind wir hier, um das auszutragen. Oha, sehr gut. Solange niemand zu Schaden kommt. Nein. Oh, Tiere auch nicht, weil es ist vegan, wurde mir versprochen. Nein, es gibt veganes Essen. Ja, also, und ich werde hier nicht geprankt, dass es dann nicht vegan ist. Ich kriege wirklich Kopfschmerzen, wenn sie redet. Keine Mettwurst oder sowas drin. Das wäre auch ziemlich wack, to be honest. Das wäre ziemlich peinlich. So wie Tiere essen, prinzipiell ziemlich wack ist. Wir hat auch gesagt, dass sie einen Vertrag gemacht haben, dass alles verfilmt veröffentlicht werden darf. Also, wir schauen mal, was wir zu essen haben. Wir fangen mal an. Ich sag dir ehrlich, ich habe viel hin und her überlegt, ob wir das Video so drehen. Weil du bist ja auch eine kontroverse Persönlichkeit und sowas und hast ja auch... oh, das sieht aber lecker aus. Oh, guck mal. Was ist das? Was ist das jetzt? Achso. Danke. Was ist das? Hast du guten Geschmack? Ich? Was ist das? Ich weiß es nicht, es ist halt indisch irgendwie. Es sind so Deep-Fried-Gemüse-Dinger, die vegan sind. Okay. Das ist lauwarm, okay. Essen wir zuerst oder kosten wir das zuerst oder schauen wir uns jetzt das Statement an? Oder ist das Statement auch essbar? Das Statement ist das vegane Tinte? Ist das Tinte vegan? Kommt das in Drucker an, aber in den allermeisten Fällen schon, ja. Okay, dann kannst du es auch essen, wenn du willst. Ne, ich würde sagen, probier einfach mal und dann gehen wir uns ein bisschen am Statement ran. Ich esse eh nur so ein klein bisschen was. Das Team ist nämlich auch hungrig, die haben seit 2 Tagen jetzt wieder gegessen. Mhm, aber ist lecker, ne? Sehr salzig, sehr fettig. Ich esse normalerweise wieder. Ich habe letztens von 2 Wochen, 3 Wochen mal ihr Stream begutachtet. Die ganze Stream ist nur voll mit Leuten, die sagen, Fleisch ist besser. Ich mache was falsch, Ted! Vielleicht sollte ich es auch machen. Erstmal mache ich einen krassen Hate und dann mache ich OnlyFans. Ich sollte Drama machen. Weder salzig noch fettig. Also es überfordert mich gerade auf vielen Ebenen. Was würdest du auf OnlyFans hochladen? Genau, ich wusste das tatsächlich, dass es genau so sein wird. Ja. Hier steht. Jedes Leben ist gleich wertvoll und ich unterscheide nicht zwischen verschiedenen Arten Spezies. Leidige Let's Hugo TV. Schau ich Let's Hugo TV an. Er sieht aus wie die militante Veganerin. Holy shit. Natürlich unterscheide ich. Mhm, okay. So wie ich zwischen Männern und Frauen, Schwarzen, Weißen, Asiaten, das sind ja, die schauen anders aus, Hunderassen und so weiter und so fort. Mhm. Unterscheide. Und man kann auch nicht pauschal sagen, jedes Leben ist gleich wertvoll. Warum? Also erstens muss man sagen, was ist wert? Wie definierst du Wert prinzipiell? Mhm. Eine Pflanze ist auch ein Leben. Ja. Aber es ist kein fühlendes Individuum, soweit wir es irgendwie feststellen können. Mhm. Und hat deutlich andere Möglichkeiten und Kapazitäten, keine Leidensfähigkeit. Und obwohl das beides Leben ist, ein Menschenbaby und eine Pflanze, würde ich jetzt, glaube ich, etwas sehr anderes empfinden, wenn ich hier ein aufgeschlitztes Menschenbaby wäre, als eine Pflanze. Ja. Also nicht jedes aber Leben. Wenn will, aber wenn jetzt hier ein aufgeschlitztes Menschenbaby liegt und ein aufgeschlitztes Schwein, ist das für dich das Gleiche? Also nein, weil auch das Potenzial von einem Menschenbaby im Durchschnitt ein anderes ist als das von einem Schweinebaby. Mhm. Aber worauf es hinausläuft, ist die Gleichberechtigung. Also ich werde eben oft so missinterpretiert, dass ich sage, dass alles gleich ist oder ich alles auf die gleiche Stufe stelle. Das stimmt halt nicht. Ich gleichberechtige nach der Fähigkeit zu leiden, nach dem Bewusstseinsniveau. Mein Gott, das ist ihr erster Satz, der fucking Sinn ergeben hat. Und ein Schwein ist gleichermaßen leidensfähig und bewusst ungefähr wie ein Menschenkind. Hat sie gesagt, dass sie differenzieren kann von Lebensqualität, dass manche Leben mehr wert sind als andere, aber sie stellt die Leidensberechtigung gleich, dass ein Schwein so viel leiden kann wie ein Menschenbaby. Und dann gibt es halt einfach keinen relevanten Unterschied, dass wir sagen, wir dürfen Schweinekinder, 6 Monate alte Schweinebabys, systematisch unterdrücken, vergasen, von ihrer Familie trennen und ermorden, aber das Gleiche nicht bei Menschenkindern tun. Und das ist eben dieser Speziesismus. Finde ich valid. Finde ich actually valid. Verstehe ich. Ich glaube, das liegt ja auch ein bisschen in der, das habe ich auch schon im Stream gesagt, ein bisschen in der Anthropologie, dass halt die Historie des Menschen ja auch, glaube ich, eine andere ist. Wir kommen auch gleich nochmal auf dieses Thema, du ziehst also ja auch sind bestimmte Tiere weniger wert. Nach ihrer Definition ja, aber der Schmerz, den jeder fühlen kann, ist für sie gleich. Holocaust-Vergleich, der ja auch, also finde ich, sehr, sehr schwierig ist so. Da kommen wir aber später nochmal zu. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Ansicht erstmal grundlegend ja eine gute ist. Ne? Das ist ja so, dass du damit sagst, okay, Leidensfähigkeit möchte ich hier nicht relativieren. Jedes Lebewesen, was Leiden empfinden kann, hat ein Recht, dieses Leiden
nicht erfahren zu müssen. Das ist ja erstmal eine grundlegend gute Sache. Ich glaube aber, und das ist so ein bisschen der feine Unterschied, dass die Herangehensweise bzw. die Herkunft, warum es so ist, ist ja eine andere. Ne? Also ich glaube, es liegt ja weniger in der Natur des Menschen, systematisch halt diese Vernichtung oder dieses Leiden auf andere Menschen zu übertragen, als dass es das an Tieren ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da ist so ein bisschen der Konflikt. Nein, also selbst evolutionsbiologisch würde ich das dem nicht zustimmen, weil wir haben in unserer Entwicklungsgeschichte immer schon andere Personengruppen, seien das andere Stämme, andere Völker, andere Geschlechter, unterdrückt und ausgebeutet. Ähnlich wie wir das eben bei den Tieren jetzt machen. Also ist der Unterschied, und das ist, glaube ich, die Fine Line, die ich ziehe, ist es einmal, dass wir das tun aus einem ernährungsphysiologischen Grund, weil, also ja, wir waren immer Karnivoren oder Omnivoren als Mensch. Wir sind irgendwann vom Jäger und Sammler hin zur Tierhaltung gekommen und sind sesshaft geworden und hatten immer trotzdem tierische Produkte in unserer Ernährung drin. So, das ist ja weltweit unabhängig von Völkern ist das so gewesen, dass sich viele Völker einfach omnivor ernährt haben, manche weniger, manche mehr. Im asiatischen Raum ist es ja zum Beispiel so, dass viel mehr auch vegane oder vegetarische Lebensweisen einfach in der Gesellschaft mehr angekommen sind als hier in Europa. True. Weil es im Asiatischen mehr teurer war. Es war mehr Luxus. Und das hat ja auch wieder eine Historie. Aber der Unterschied ist halt da, dass das eine ja diesen Nutzen des Überlebens ein bisschen mit sich bringt. Und bei der anderen Geschichte ist es halt oft Hass, Habgier und Machtausübung. Die ich versuche, weil ich entweder der anderen Gruppe etwas wegnehmen möchte, sei es Land, sei es Rohstoffe oder sei es einfach eine ethnische oder eine rassistisch motivierte Diskriminierung. Weißt du, was ich meine? Also dem Ganzen könnte ich eher zustimmen, wenn es wirklich so wäre, dass wir Tiere im Laufe von unserer Geschichte oder jetzt nur für die Ernährung ausbeuten würden. Aber das stimmt ja nicht. Wir beuten Tiere aus für die Mode auf jeden Fall, für die Kosmetikindustrie und so weiter und so fort. Das ist sicherlich alles auch nicht richtig. Und also grundlegend möchte ich hier erstmal feststellen, bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, mit deiner Gesamtmission, dem Veganismus, bin ich vollkommen d'accord. Bin selber kein Veganer. Das ist auch wieder ein Punkt, wo du sagst, okay, geht ja eigentlich gar nicht. Wenn ich eine Mission unterstütze, kann ich trotzdem nicht auf deiner Seite sein. Finde ich schon, dass das geht so. Ich war eine lange Zeit auch vegetarisch und bin es jetzt aus ehrlichen Gründen der Faulheit nicht mehr irgendwie, weil ich dann irgendwann einfach aufgehört habe. Aber grundlegend bin ich mit deiner Gesamtmission und so, wie du es machst, also beziehungsweise mit deiner Mission, dem Veganismus und dem Tierrechtsaktivismus, bin ich vollkommen fein, bin ich voll d'accord. Ich finde nur so manche Punkte immer ein bisschen. Levi, wir springen hier gerade ein bisschen zu jetzt meiner Art des Aktivismus. Wir versuchen jetzt gerade Speziesismus uns anzunähern und du hast gemeint, mehr oder weniger, das sei nicht mit menschlichen Diskriminierungsformen vergleichbar. Mhm. Und dann sind wir auf das, also wir sollten das abschließen, bevor wir dann zu einem ganz anderen... Nee, ich wollte das nur mal staten, dass du das weißt. Bro, die reden so viele Big Wörter. Deine Grundüberzeugung von Veganismus ist wirklich das Recht der Tiere. Also diese ganzen anderen Dinge, Ernährungsphysiologie, CO2-Fußabdruck spielen damit ein. Das ist eine pflanzliche Lebensweise, Ernährungsweise. Aber damit kannst du immer noch aus... Das ist Plant-Based und Veganismus verstehst du als absoluten Tierrechtsaktivismus und das Recht für Tiere auf Leben und leidfreies Leben. So muss man das halt verstehen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Das ist dann einfach nur Plant-Based, richtig. Und das war ich 5 Jahre lang und viele Menschen verwaschen das, nehmen das dann nicht ernst. Und das ist halt einfach ernst und dringlich, weil es hier um Mord und dann Massaker geht. Noch ein Punkt, den ich noch gefunden habe online, unter anderem in einem Video, auch in einem Forum, ist, dass du bei diesem Thema Speziesismus, es nervt mich so hart, dass sie es nicht fertig essen, ich bin ehrlich. Speziesismus, wie Rassismus. Weil das sieht voll gut aus und ich will, dass sie es aufessen. Speziesismus. Speziesismus. Ja. Klingt richtig scheiße. Das klingt richtig scheiße. Ein richtiges Scheißwort. Ja. Dass du karnivore Tiere nicht auf eine Stufe stellst, oder tust du? Also, was heißt, wie gesagt, nicht auf eine Stufe? Da gab es auch, glaube ich, oft Verwerfungen oder Missverständnisse vielleicht sogar, weiß ich gar nicht, oder auch Aussagen von dir, die man hätte aufnehmen können, dass du gesagt hast, dass karnivore Tiere, also Tiere, die sich von Fleisch ernähren, das ist ja in der Wildnis Gesetz der Natur, das ist normal, das ist... Das ist Teil des Ganzen, dass du sagst, diese Tiere sind nicht so moralisch wertig, ich weiß nicht genau, wie du es ausgedrückt hast, Tiere, die sich pflanzlich ernähren. Warum ist das so? Also das Weil da hört der Speziesismus eigentlich auf, wenn du sagst, ich unterscheide aufgrund der Ernährungsphysiologie der Tiere. Nein, weil Speziesismus bezieht sich einfach nur auf die Spezies, nicht auf das und das, was sie macht. Wenn jetzt dich ein Löwe angreift,
und dich essen möchte, ja, dann werde ich dich vor dem Löwen verteidigen. Selbst wenn der Löwe kein Moral Agent ist, also nicht moralisch entscheiden kann, dass es jetzt besser wäre, wenn er in einen Supermarkt geht und sich Tofu kauft. Ja. Sobald er dich und dein Leben, deine körperliche Unversehrtheit angreift, auch wenn es für seinem Überleben dient, werde ich mich bemühen, dich zu verteidigen, selbst wenn das Leben vom Löwen kostet. Das ist aber neu, dass du so denkst, oder? Weil ich habe Statements von dir. Das ist actually neu. Das hat sie noch nie gesagt. Sie hat vorher immer gesagt, gleichberechtigt. Das ist actually neu. Wo du andere Sachen sagst. Nein, also es... Wir, ich schwöre, sie hat ihre Denkweise verändert. Es gibt ein Thema in der veganen Tierethik und es nennt sich Wild Animal Suffering. Und es gibt einfach nichts zu leugnen, selbst wenn man eben sagt, das ist der Gang der Dinge in der Natur, dass das trotzdem nicht moralisch ist deswegen. Die Natur ist kein... Ja, aber empfinden denn Tiere, das hast du ja selber gesagt, Tiere haben ja keinen moralischen Kodex. Genau. Tiere sind Tiere und das unterscheidet sie auch vom Menschen, dass sie keine Moral haben. Ja. Tiere möchten überleben und Tiere gehen dieser Nahrungskette und dieser Ernährungsweise, die sie schon seit Jahrtausenden, Millionen Jahren haben, nach. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt als Raubtier oder als Aasfresser Fleisch konsumiere, dann ist das in meiner Natur und das lässt sich nicht ändern. Ja, das ist auch dann nicht durch ein Eingreifen des Menschen veränderbar, weil dann greife ich ja in die, aber das ist ja ein unfassbar krasser Eingriff in die Natur. Ja, es ist auch nur ein hypothetisches Gedankenspiel immer. Alles, was wir machen, ist ein unfassbarer Eingriff in die Natur. So, aber fändest du das gerechtfertigt, wenn ich jetzt sage, ich möchte hingehen und ich möchte Geparden in der... Es wird immer gesagt, Eingriff der Natur, aber gehören Menschen nicht actually einfach zum Part der Natur und was wir machen, gehört eigentlich zur Natur? I mean, gehören wir nicht dazu? Biber macht einen Baumstamm, wir machen Häuser. Ja. In der Savanne oder in einem Serengeti-Park oder weiß ich wo, in Namibia, möchte ich dazu bewegen, dass sie sich pflanzlich ernähren und komplett gegen die Ernährungsphysiologie eines Tieres gehen. Ja. Also komplett gegen die Ernährungsphysiologie ist es ja nicht, solange sie alle Nährstoffe bekommen, die sie bekommen müssen. Es gibt ja auch veganes Hunde- und Katzenfutter. Das weiß das Tier doch am besten selber. Du musst mich manchmal ein bisschen aussprechen lassen, okay? Also das Tier braucht vor allem alle Nährstoffe und du kannst halt alle Nährstoffe in einer rein pflanzlichen Ernährung verpacken. Deswegen gibt es veganes Hunde- und Katzenfutter und du kannst auch größere Raubtiere damit ernähren. Also es gibt schon Ansätze der Populationskontrolle, eben um nicht wilde Tiere reinzubringen, um dann die pflanzenfressenden Tiere zusammenzuhalten, sondern da Hormonkontrolle zu betreiben und sie rein pflanzlich zu ernähren. Warum sollten wir das nicht machen, wenn es insgesamt Leid erspart? Weil ich finde, weil wir da einfach zu sehr in den Lauf der Dinge, in die Natur eingreifen und ich finde, dann fangen wir an, Gott zu spielen. Wir spielen sowieso Gott mit den Tieren. Richtig, ob du jetzt eingreifst oder nicht eingreifst, trotzdem moralische Grenzen uns aufzeigen. Also warum muss ich einem Tier, was in der Wildnis aufwächst, das gelernt hat von seinem Muttertier und das ewig so schon kennt, vorbeten, was es zu essen hat, nur weil es mir in den moralischen Kompass passt. Und dem Tier ist es komplett egal. Dem anderen Tier ist es auch egal, weil es ist ein Fluchttier und es läuft weg. Es ist ihm halt gar nicht egal, wenn es auch zerrissen wird von dem. Es ist ein sehr hypothetisches Gedankenspiel. So, was wäre wenn? Und wenn ich jetzt einen Knopf drücken könnte und ich sorge für insgesamt weniger Leid und Populationskontrolle ist. Ich glaube, die schmecken richtig terrible. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Krokodil lecker schmeckt. Bei den Beutetieren, bei den sogenannten. Und ich kann dafür sorgen, dass keiner mehr kläglich daran zugrunde geht, dass ihn jemand zerfleischt und ich auch gleichzeitig beobachten kann, wann welches Tier in Altersschwäche leidet und ich da versorgen kann, statt dass es eben elendig zugrunde geht. Warum sollte ich das dann nicht tun? Und ich weiß, für die meisten Nicht-Veganer, die sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, ist das dann einfach sehr abstrakt oder dieses böse, böse Eingreifen. Aber nichts an Eingreifen ist böse, wenn es Leid reduziert. Wir haben eben als Spezies, die den moralischen Kompass hat, im Gegensatz zur Natur, die Möglichkeit, irgendwann einmal in der Zukunft hier für eine erhebliche Leidminderung zu sorgen. Das fände ich doch etwas Wunderschönes im hypothetischen Szenario. Das ist dieses hypothetische Szenario, ein Gedankenspiel. Die Utopia. Das wird nicht eintreten, das ist nicht praktikabel. Das würde ich nicht so sagen. Und auch, glaube ich, nicht im Sinne der... Sag jetzt nicht im Sinne der Natur, weil die Natur hat eben keinen Sinn. Das ist kein moralisches Ding. Aber es wird ja einen Grund geben, warum es so ist, wie es ist. Glaubst du an Gott oder was? Nein, ja, was heißt nicht. Dann, ich bin einen Grund. Atheist, aber es wird aber was heißt dann, aber es hat sich ja das Modell bewährt, dass bestimmte Tiere sich so ernähren, wie sie sich ernähren. Du meinst, das unendliche Leid, das in der Natur besteht, hat sich bewährt. Das ist leider Survival of the Fittest. Das ist das, was Darwin aussagt. Deswegen ist es in Ordnung. Nein, wenn wir die Möglichkeit haben, einzugreifen, trotz Survival of the Fittest und hier für Leidreduktionen zu sorgen insgesamt, dann ist es doch was Gutes. Natur hin oder her, wir greifen eh die ganze Zeit ein. Ob du jetzt einer Katze ein ermordetes Huhn... Aber es ist ja weder praktikabel, das lässt sich ja wirklich nicht umsetzen. Es ist Wild Animal Suffering, ist ein sehr abstraktes Thema, das ist nochmal fernab vom Veganismus. Das ist, glaube ich, für sehr viele Leute gar nicht verständlich. Ja, ich weiß, deswegen bitte ich hier immer um Geduld und versuche das auch zu trennen und ich finde es auch sehr schade, dass meine Aussagen hier aus dem Kontext gerissen werden, immer und immer wieder, um mir zu sagen, ja, ich habe was gegen Löwen. Ja, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Beutetier vor dem Löwen zu retten, dann würde ich das tun, weil der Beutetier kann nicht genauso leid. Aber der Löwe geht jeden Tag und ermordet jemanden. Das ist, als hätten wir einen psychopathischen Menschen, der nur...
Bitte, okay. Gib mir eine Chance. Okay. Ja, versuche dich zu verstehen. Ja, du hast einen psychopathischen Menschen. Der hat die seltenste Krankheit der Welt. Der muss jeden Tag Menschen essen, um zu überleben. Und der läuft jetzt durch die Straßen, hat auch keinen moralischen Kompass wie der Löwe und reißt jeden Tag. Haben die auf dem Teller irgendwas Veganes, Frittiertes? Ein Menschenkind. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, weil du ihn nicht einfangen, einsperren und rehabilitieren kannst. Aber du schießt ihn tot oder sich da auch du schneller. Ernährst ihn halt pflanzlich. Du kannst ihm genau die Nährwerte geben, die er halt braucht, was ihn pflanzlich. Indisches, yeah. Natürlich würde ich dann also halt diese Sachen tun, um die Opfer zu sparen, weil der tötet ja nicht nur einmal, der tötet jeden einzelnen Tag. Natürlich würde ich dann eingreifen, auch wenn es gegen die Natur von seiner Krankheit ist und so weiter und so fort. Genauso beim Löwen. Da mache ich ja genau den Unterschied, dass wir in einer komplexen Gesellschaft leben, dass dieser Mensch auch ein Mensch und kein Tier ist. Warum ist tote Menschen als Nahrung anbieten? Ich bin eigentlich dafür. Der gleich, sicherlich ja, absolut. Der auch sicherlich dann vielleicht diese krankhaften Triebe hat. Ja. Aber bei einem Tier ist das nicht krankhaft, sondern Teil seines Überlebens. Das ist Teil seines Instinkts. Das ist irrelevant. Halt, das Opfer ist, scheißegal, ob das jetzt ein kranker Mensch ist oder ein normaler Löwe. Weil das Opfer leidet aber gleich an Nasen. Ja, du kannst gar nicht vorstellen, einen Menschen zu essen. Auch nicht unbedingt dabei, oder? Wäre ja deine Aussage übertragenderweise, dass Tiere, die andere Tiere fressen, zum Überleben gleichzustellen sind mit jemandem, der tötet aus einer psychischen Krankheit? Nein, in dem Beispiel, was ich ja gerade genannt habe, muss der Mensch jeden Tag ein Tier töten oder genau diese Nährwerte, einen Menschen töten oder genau diese Nährwerte bekommen. Aber irrelevant, aber was kann ich einsperren und versuchen zu behandeln. In dem hypothetischen Szenario habe ich das gerade nicht als Möglichkeit gegeben. Und das kannst du sogar auch bei den Löwen machen, theoretisch gesehen, dass du sie eben woanders umsiedelst und sie dann rein pflanzlich versorgst. Aber wie gesagt, das sind einfach so, ab wann darf ich die körperliche Unversehrtheit von jemandem anderen eingreifen? Aber was rechtfertigt das jemals? Und du darfst doch nicht vergessen, der Löwe macht das nicht 1:1, sondern jeden Tag. Genau. Und das, irgendwann einmal würdest du doch, wenn das Menschenkinder sind, und das eingreifen. Das ist mein Problem mit dem Thema Speziesismus. Mhm. Ich finde, genau an solchen Ecken kommt man da an diese Grenzen. Nein, weil es hat nichts mit der Spezies zu tun. Wenn der Löwe einfach pflanzlich essen würde und nicht jeden Tag morden würde. Ja, aber das hat nichts mit der Spezies zu tun, sondern mit den Eigenschaften, die damit einhergehen. Wenn er ein Mörder, ein menschlicher Mörder, dann würde ich ja genauso, habe ich ja schon genannt. Ein menschlicher Mörder, der kannibalisiert, ist so selten im Vergleich zu einem Löwen, der Fleisch isst und jeden Löwen auf der Welt vegan ernähren will. Wie zur Hölle wollen wir genug Platz haben, damit wir jeden Fleischfresser voneinander der Spezies trennen und sie füttern? Spezies und den Menschen vergleichen, das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Revi, wir müssen diesen Satz jetzt von diesem Tisch hier streichen. Man kann alles vergleichen, selbst Dinge, die gleich sind. Und dann kann man Unterschiede und Parallelen aufzeigen. Muss ich dir das ist einfach objektiv falsch. Man kann alles vergleichen. Gib mir ein Beispiel. Man kann Äpfel und Birne nicht vergleichen. Vielleicht kennst du den Satz? Mhm, ein Apfel ist ein bisschen runder. Eine Birne hat eine Taille. Auch, ja, interessant. Ich habe Äpfel und Birnen verglichen. Ja, aber auch da gibt es auch wieder Vergleiche, die A hinken. Was heißt ein Hing? Nein, es gibt keine schwierigen Vergleiche, es gibt nur Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, logisch zu denken. Dann ist der Großteil der Gesellschaft davon betroffen. Ja, das ist es halt leider, genau, das ist halt das Problem. Du stellst dich über die Menschen und sagst... Nein, aber die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, wie Debatten funktionieren, was Logik ist, dass Ethik eine Wissenschaft ist. Aber sie weiß auch nicht, wie Debatten funktionieren. Kein moralisches Bauchgefühl ist. Ich bin ein sehr sachlich, relativ logisch denkender Mensch. Und das greift für mich hier nicht, verstehst du? Beutetier, ist scheißegal. Oh mein Gott, das wäre Hugo, wenn er 20 IQ mehr hätte. Ein psychisch kranker Mensch oder ein Löwe, das jetzt angreift. Und Beutetier ist genauso leidensfähig, ob das jetzt ein Menschenkind ist oder ein Gazellenbaby. Mhm. Und beide haben inhärent ein Dankeschön. Ich glaube, actually, sie ist smart. Das ist jetzt nicht so, Chat. Ich glaube wirklich, dass sie militante Veganerin smart ist, aber psychische Probleme hat. Die haben nichts gegessen. Warum nehmen sie es weg? Ich will das essen. Ethisches Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein Randaspekt von Ethik, Wild Animal Suffering. Aber genau da habe ich ein gutes Beispiel, warum dieser Speziesismus halt ein schwieriges Thema ist. Wo ich wirklich auch ein Problem habe, das nachzuvollziehen, weil genau da kommt man halt an die Grenzen der Nachvollziehbarkeit, weil es da für mich halt aufhört. Und aber ich glaube, nicht alle kommen an die Menschheit aufgegeben. Ja, verstehe ich. Seid ihr vielleicht als Gruppe einfach intelligenter oder aber seht euch so? Du hast doch auch schon gesagt, du würdest den Menschen dann davon abhalten. Richtig, und genauso könnte man ja in der Situation das Raubtier davon abhalten. Ja, aber es wird nochmal, es gibt ja sachliche und logische Gründe, warum es so ist, dass Tiere Tiere essen. Ja, es gibt auch sachliche und logische Gründe, warum es so ist, dass Menschen Menschen vergewaltigen. Kann man genauso gut sagen. Absolut, ja. Aber das darf deswegen nicht zum Nachteil des Opfers ausgelegt werden. Der Unterschied ist, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, wir als Menschen sind in der Lage, Menschen abzustrafen. Und auch Löwen aufzuhalten.
Tiere, aber Tiere strafen sich gegenseitig ja nicht ab. Okay. Tiere haben ja dieses moralische, komplexe Verständnis nicht und sagen zueinander... Das haben Kindergartenkinder auch nicht. Ja, aber wir als Menschen werden da rein erzogen. Und ein Tier lernt das nicht. Ein Tier lernt diesen moralischen... Genau, sie bleiben ewig praktisch Kindergartenkinder. Aber trotzdem würdest du in eine Kindergartengruppe, die ewig auf dem Niveau gefangen ist, trotzdem eingreifen, wenn sie ein Kind mobben. Würdest du irgendwann mal eingreifen? Ja, aber das ist aber nur so. Aber das ist halt nur ein Spezialfall. Das ist der große Unterschied. Ein Erwachsener, was ein Kind bleibt, ist ein Spezialfall. Und Löwen? Bro, es gibt zu viele. Wie viele Tiere auf der Welt existieren? Es gibt mehr Tiere. Gibt es mehr Tiere auf der Welt als Menschen? Safe. Also, weil wir als Menschen komplexer denken. Ja, genau. Weil wir deutlich vernetzter miteinander sind, eine gemeinsame Sprache sprechen. Aber diese Kindergartenkinder halt nicht. Und trotzdem würdest du eingreifen. Wenn wir jetzt kognitiv beeinträchtigte Kindergartenkinder hätten, die ewig auf dem Niveau bleiben, würdest du eingreifen. Nicht, du kannst ja nicht ein Kind, was eventuell, wie du sagst, kognitiv oder irgendeine Beeinträchtigung hat oder eine Behinderung hat und... Also da hört es halt für mich auf. Es wird halt so abstrakt in den Vergleichen und das meine ich halt. Aber es ist doch nicht so schwer nachzuvollziehen. Ja, ein kognitiv beeinträchtigtes Kind, das ungefähr genauso leidensfähig ist wie ein Löwe und eine Gazelle in einer Gruppe, dann würden wir ja trotzdem eingreifen. Es nervt mich einfach, dass Revi die ganze Zeit nicht mit dem Punkt kommt, dass es einfach praktisch nicht, dass es fucking impossible ist. Vergleich her, wenn ich das kurz zusammenfasse, ein kognitiv beeinträchtigtes Kind, was eventuell auch auf der geistigen Ebene nicht so verständnisvoll ist wie andere Kinder, tötet andere Kinder und ein Löwe, der seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in seiner Art Delfine sind abartig. Ja, irrelevant. Hat ethisch hier keine Signifikanz. Genau, hat kein Verständnis von Moral. Genauso wie dieses kognitiv beeinträchtigte Kind. Dem Kind kann ich aber als Mensch das beibringen, dem Kind kann ich das versuchen zu erklären. Nein, weil er so kognitiv beeinträchtigt ist, dass es das nicht verstehen würde und trotzdem... Aber sie kommt mit so einem fucking Special-Fall, was halt nicht funktioniert. Dann würdest du eingreifen. Ich finde das sehr schwer, behinderte Kinder mit Löwen zu vergleichen. Du hast es gerade gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Du hast es geschafft. Du hast die Parallelen gesehen und dann sage ich dir, aber du würdest, guck mal. Das greift für mich die gesellschaftlichen Probleme und diese irgendwie gleich. Und sie akzeptiert einfach nicht, dass Gesellschaft was eine andere Ebene hat als Tiere. Greift und man ist valide, weil beide gleichermaßen leidensfähig sind und in diesem Szenario beide gleichermaßen kognitiv. Wie ist das Thema Speziesismus denn generell in der veganen Community aufgenommen? Weil ich habe da auch verschiedene Flussrichtungen gesehen. Es gibt Bewegungen, die das unterstützen, die da auf deinem Dampfer stehen. Es gibt aber auch Veganer oder Gruppen von Veganern, die sagen, das ist nicht praktikabel, das ist nicht logisch anwendbar. Wie siehst du das? Könntest du mir ganz kurz die Bilder geben? Also du kennst ja hier mein Bild und das ist ja auch die Parallelen, die ich immer ziehe. Das heißt nicht, dass hier alles gleich ist, sondern dass die Denkweisen immer gleich sind. Und ich fasse es immer sehr einfach zusammen. Das hattest du ja auch bei Leroy kritisiert, dass ich sage, ein Sexist sagt dass Menschen eines anderen Geschlechts Objekte sind oder niederer sind, dass Menschen anderer Hautfarben Objekte sind oder niederer sind und deswegen darf man sie als Sklaven verwenden. Und Nico Avocado spielt eindeutig eine Rolle. Der Guy ist wirklich ein intelligenter Mensch. Weil sie halt keine Menschen sind. Und das ist jetzt irrelevant, wie das in meiner Bubble aufgenommen wird oder nicht, unabhängig davon, ob ich jetzt vegan wäre oder nicht, sind das ja valide Vergleiche, um Diskriminierung zu verstehen. Dass sich eine Gruppe über eine andere stellt, aufgrund von einem ethisch irrelevanten, insignifikanten Merkmal, eben wie der DNA in dem Fall, ob das jetzt Geschlecht oder Rasse oder Spezies ist, und sagt, obwohl wir gleichermaßen leidensfähig sind, und ich stärke, einfach nur weil ich stärker bin als du und weil es halt sich evolutionsbiologisch so ergeben hat, werde ich dich jetzt ausbeuten, versklaven, essen. Das ist ja nicht fair. Und wenn man gegen Rassismus ist, wenn man gegen Diskriminierung und unnötige Gewalt ist, dann muss man wo out of character war. Yeah, I know. Man hat viel von denen rausgefunden. Abschließend noch eine Frage. Wie steht es denn da um den wissenschaftlichen Konsens? Gibt es denn wirklich, also das frage ich dich jetzt einfach mal ganz offen, gibt es Belege, wo gesagt wird, Tiere empfinden Leiden genauso wie der Mensch? Also, dass Tiere das tun, dass Tiere leiden, ist natürlich verständlich. Ja. Tiere haben Schmerzrezeptoren, die haben Nerven, die haben auch je nach Ausprägung des Gehirns verschiedene Möglichkeiten, das zu empfinden und auch laut zu werden dagegen. Aber wie ist das generell in der Wissenschaft? Also, wenn wir sagen wollen oder beweisen wollen, dass jemand leidet, dann schaut man sich halt seine Struktur an. Mhm. Ich kann nicht einfach so sagen, ich bin mir sicher, dass du leidest, aber ich muss halt allein von dem, wie du mit mir interagierst, wie du reagieren würdest, wenn ich dich jetzt schlage oder gar zum Schlachthof schicke und halt deine Struktur, dein zentrales Nervensystem davon ausgehen, dass du ähnlich leidensfähig bist wie ich. Ob du gleichermaßen leidensfähig bist wie ich, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber du bist gleich genug aufgebaut wie ich und ich weiß, wie ich leide und ich weiß, wie du reagierst.
Und ähnlich kann man das eben bei den... Und das lässt sich auch runterskalieren auf Schwein. Genau, diese Wirbeltiere. Ob sie jetzt gleichermaßen leidensfähig sind, das kommt natürlich auf die Situation an. Wenn ich jetzt ein nacktes Menschenkind im Winter rausstelle, im Gegensatz zu einem Kalb... Klar, wir sind biologisch ganz anders aufgebaut. Ganz anders. Und in anderen Situationen leiden Tiere mehr als Menschen. Also beispielsweise die Schweine, die eine viel sensiblere Nase haben als wir, musst du dir vorstellen, die meisten verbringen ja ihr Leben über ihren eigenen... Musik beispielsweise und so weit, verstehe ich. Fäkalien, das Brennen, das ist nochmal... Wie auf einer Festivaltoilette dein gesamtes Leben lang für diese Tiere. Okay. Und teilweise noch viel schlimmer sogar. Also. Okay, das stelle ich nicht in Frage. Mhm. Gibt aber ja einen relativ wissenschaftlichen Konsens darüber, dass ein moralischer Kompass bei Tieren ja nicht existiert, ne? Jein. Also ich war erst neulich bei einem Workshop. Ich bin surprised, dass sie mehr Sinn ergibt als vorher. Sie ist viel, viel besser als bei ihrem Video mit Leroy. Zum Thema das rationale Tier, und das wird immer noch sehr erforscht. Bei höheren Primaten scheint es sowas wie ein Schuldbewusstsein zu geben. Die aber ja auch relativ nah am Menschen sind. Ja, genau. Bei Schweinen teilweise gibt es sowas wie Empathie scheinbar auch. Also bei allen Tieren, die höher in ihrem sozialen System vernetzt sein müssen, dient das ja auch, genauso wie bei uns. Bei uns hat sich Oxytocin, Dopamin im zwischenmenschlichen Bereich, das Lächeln, alles so ergeben, weil wir einfach sehr soziale Tiere sind. Mhm. Und umso sozialer eine... Primaten ja auch, die haben ja auch Mimik und, und Gestikulation, und eben sprechen auch eine Sprache. Das ist ja bei primitiveren Tieren jetzt. Also alles hat eine Wüstenmaus einen ethischen Kompass oder ein Greifvogel? Das ist fraglich, ja? Definitiv fraglich. Ist auch viel aufgeschlossener aber den Veganismus. Ändert nicht. Nee, es liegt nicht an Revi oder den anderen Guy, dem Bodybuilder bei Leroy. Es liegt nicht an Revi. Sie hat einfach mehr Einsicht gezeigt, dass sie Bullshit sagt. Aber sie zeigt es nicht, aber sie sagt einfach mehr Stuff, was logisch klingt. Nichts daran, dass selbst wenn jemand keinen ethischen Kompass hat, es keine Rechtfertigung sein darf, ihm Gewalt anzutun deswegen. Das wenn muss man schon festgestellt haben. Überleben und auch etwas Pepeger. Ich weiß, dass ich öfters Pepeger. Nein. Ich meine jetzt aus der Position vom Menschen, aus der anthropozentrischen Position. Jetzt hast du gerade selber einen Unterschied zwischen Mensch und Tier gemacht. Ich mache natürlich Unterschiede zwischen Menschen und Tieren. Wie schon gesagt, natürlich unterscheide ich. Natürlich gibt es Spezies. Natürlich sind wir an der Spitze von einer Nahrungskette. Nein, weil ich bin ja auch kein Sexist, nur wenn ich in Frauen und Männer unterscheide. Also das macht ja keinen Kommt auf Sinn. Die Statements. Dann immer an, ne? Ja, sicher, aber wenn du primär was unterscheidest, bist du ja deswegen nicht diskriminierend. Erst wenn ich diffamiere und beleidige. Genau, ich kann ja sagen, oh, jemand hat eine dünker pigmentierte Haut als ich. Ja, und ihre Gründe jetzt sind besser verständlich, aber nur ein paar. Nicht alle, nur ein paar. Okay, so? ich glaube bei dem Thema habe ich immer noch meine Schwierigkeiten, das so nachzuvollziehen. Ich glaube, vielen Leuten geht das genauso. Ja. Aber so der Ansatz ist im Grunde vielleicht das heißt erstmal Fehler, nachvollziehbar. Wenn sie das bekommen hat, finde was nur, sie wollte. Gesagt, naja, nicht Fehler, was sie getan hat, sondern ihre Logikfehler. Grundsätzlich unterscheiden sich halt einfach in der Komplexität. Verspricht sich öfters, genau. Vorher hat sie sich mehr widersprochen und jetzt widerspricht sie sich ein bisschen weniger. Zwischen Mensch und Tier, der moralische Kompass, die gesellschaftliche Struktur und vor allen Dingen auch die Historie, die... Man darf nicht aus der Geschichte heraus argumentieren, das weiß ich. Sie gibt halt nicht zu, dass sie ihre Denkweise irgendwie ein bisschen geändert hat. Aber es gibt leider viele Dinge, die leider so sind, wie sie sind, weil sie schon immer so waren. Voll. Das ist scheiße und das soll sich ändern. Aber interessanter Punkt. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Gang. Ja. Darf ich zu dem letzten Satz noch was sagen? Gerne. Ja, weil also ich bin ja vollkommen d'accord, dass sich das alles so ergeben hat. Und ja, da widerspricht die sich wieder. Oh no. Dass es da Unterschiede gibt. Mhm. Aber wir dürfen ja auf Basis von diesen Unterschieden nicht unsere jetzigen Taten eben in irgendeiner Weise gewalttätig rechtfertigen. Genau. Ja, ja. Und das ist halt das Problem, das ich habe. Ich stimme dazu. Es gibt Unterschiede. Ja, Tiere haben keine Ethik, keine Moral. Vielleicht manche schon, wissen wir noch nicht genau. Mhm. Aber selbst deswegen kann ich das nicht jemandem in die Fresse geben und sein Bein essen. Ja, aber ich bin ja auch ein Mensch. Ja, und? Ja, ich mache das ja nicht. Naja, du gibst es ja einen Auftrag. Aber nicht bei den Menschen. Aber warum? Wo ist da der Unterschied, dass man das bei den Tieren machen darf? Also erstmal ist es absolut ekelhaft. Menschenfleisch schmeckt ja nicht. Woher willst du das wissen? Hast du schon gegessen? Nee, aber da gibt es ja tatsächlich auch Studien und Reporte drüber. Nee, also Menschenfleisch soll ganz gut schmecken, so wie Hühnchen. Ernährungsphysiologisch ist das auch nicht so wertig, glaube ich. Doch, wie das hat sogar eine höhere Bioverfügbarkeit, glaube ich, als manches tierisches, was uns noch näher ist, glaube ich. Also das stimmt nicht so richtig. Das heißt, du würdest aber jetzt nicht sagen, na gut, wenn wir jetzt Tiere so verspeisen, dann ist das bei Menschen in Ordnung? Nein, ich würde eben sagen, wenn es bei Menschen nicht in Ordnung ist, dann kann es bei Tieren auch nicht in Ordnung sein. Also wir wissen nur, dass es halt Stämme gibt, die Menschen essen, aber wir wissen nicht, wie das schmeckt oder ob es denen unbedingt schmeckt. Es kann auch sein, dass sie es einfach nur für Survival essen. Weil für Survival kann ich es voll verstehen. Außer du kannst mir einen relevanten Unterschied nennen und genau darauf läuft es hinaus. Das habe ich ja eben getan. Wo ist der Unterschied? Die Moral, die Komplexität der Gesellschaft. Gut.
Okay, du sagst also, der relevante Unterschied, dass wir Tiere verspeisen und ausbeuten dürfen und Menschen nicht, ist, dass Tiere keine Moral und keine Komplexität der Gesellschaft haben in der Form. Ja. Unter anderem und auch tatsächlich, wie gesagt, dass es halt einfach, auch wenn es nicht richtig ist, im Lauf der Geschichte sich blöderweise so ergeben hat. Gut, da hast du schon gesagt, das kann man eigentlich streichen, weil das Ritualen und keine Argumentationslinie für Gewalttaten sein. Also bleiben wir mal. Also haben wir halt wirklich keine Dings da. Also gibt es nicht wirklich. Es gab auch diesen Flugzeugabsturz, bei dem Menschen gegessen haben. Ja, aber das ist halt wieder wegen Survival. Und ich glaube nicht, dass sie es unbedingt genossen haben. Menschen, die haben weder Moral noch Ethik. Das sind sehr wenige. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Dürfen wir die dann so behandeln wie die Tiere? Nein, weil dann der Unterschied ist, ich habe nämlich trotzdem die Möglichkeit, diesen Menschen diese Dinge nahezubringen. Und wenn das nicht funktioniert und sie eine Gefahr für die Gesellschaft, für sich selber und für andere darstellen, dann werden diese Menschen aus der Gesellschaft ausgegliedert und in Einrichtungen untergebracht, wo sie hoffentlich irgendwie behandelt werden Aber du dürftest sie nicht essen. Richtig. Warum dann die Tiere? Dann hast du einen Widerspruch. Ja, weil das Recht des Menschen als solches unantastbar ist. Warum ist das Recht des Tieres nicht unantastbar? Das ist eine sehr gute Frage. Genau, und ich bin dafür, dass die Würde des Tieres und das Recht des Tieres auf körperliche Unversehrtheit genauso unantastbar ist wie die des Menschen. Also wo ist der Unterschied, dass du da immer noch Gewalttaten an Tieren rechtfertigst? Nein, ich möchte das ja damit nicht rechtfertigen. Ich möchte nur sagen, warum es so ist. Naja, es gibt noch 100.000 andere Gründe, warum das so ist, unabhängig davon, dass sie weniger Moral und Ethik haben. Ja, wahrscheinlich, weil Tiere sich wehren können, weil aber wir versuchen ja gerade, sie Löwen vegan zu ernähren. Sie fordert darum, Spezien einzufangen und die vegan zu ernähren. Ja, theoretisch. Sie hat das Ganze verglichen mit einem Löwen und einem psychisch kranken Menschen. Zumindest das Gespräch, das ich führen möchte, klarzustellen, ist das in Ordnung, Spezies zu sein? Ist das in Ordnung, Gewalt an Tieren auszuüben? Ist das in Ordnung, nicht vegan zu sein? Weil mein Motto ist ja, nicht vegan sein ist nicht okay. Mhm. Und genauso wie ich eben Menschen versklaven und Menschen essen, Menschen ausbeuten, Menschen in Zoos sperren, nicht okay finde. Ist das okay, Revi, Tieren so eine Gewalt anzutun? Ist das okay, nicht vegan zu sein? Ich würde sagen, nicht vegan zu sein ist absolut okay. Wie kann man das rechtfertigen? Weil es auch da wieder eine sehr, sehr harte Nachricht ist, eine sehr, sehr einfache Nachricht, die aber in der Komplexität der Gründe ganz unterschiedlich sein kann. Also gib mir die Rechtfertigung für Gewalttaten an Tieren. Es gibt diese Rechtfertigung an Tiere, Gewalttaten nicht. Die gibt es nicht. Dann ist nicht vegan sein aber nicht okay. Nein, weil wenn auch du das keine Rechtfertigung nicht für Gewalt hast. Ist. Nein. Es ist ja nicht für jeden anwendbar. Irrelevant. Nein, es ist erstens, Veganismus ist für alle anwendbar. Selbst in Regionen, wo du auf Tierprodukte angewiesen bist. Und das habe ich dir eben am Anfang versucht zu erklären. Veganismus ist keine Ernährungsweise, sondern eine moralische Einstellung. Mhm. Wenn ich jetzt ein Inuit bin und ich muss einen Fisch am Tag essen, dann wäre das gegebenenfalls der Definition folgend, der Logik folgend sogar vegan. Ob das dann okay ist für das Opfer, ist eine andere Frage. Man sollte natürlich dafür sorgen, dass man in eine Region zieht, wo man nicht jeden Tag, lass mich ausreden, sprechen muss. Aber definitionsgemäß, solange du nicht noch einen zweiten Fisch jeden Tag aus dem Wasser ziehst, um damit eine Jacke zu machen für einfach nur Mode, wenn du es nicht zum Überleben brauchst, du weißt, was ich meine. Ich glaube, der möchte sich warm halten. Ja, wenn du schon 10 Jacken hast, um dich warm zu halten und jetzt einfach nur eine noch zur Mode, einfach nur zum Spaß, das ist dann nicht vegan, weil das dann halt eben für Unterhaltung ausbeutet. Ja, natürlich ist das ein Extrembeispiel. Du benutzt nur Extrembeispiele, das ist aber nicht plausibel. Das ist man Ethik, Rebe. Da muss man in abstrakte Hypothetik. Aber es ist theoretisch gesehen Veganismus, aber ist für genau alle anwendbar. Eine pflanzliche Hypothetik Ernährungsweise ist, das, ist nicht. Halt das ist aber so, testest du Logik und du schaffst das. Wenn ich dich frage, was machst du jetzt, wenn es hier plötzlich Schleim von den Decken löst und dann kommt ein Geist hier rein, dann kannst du das auch nachvollziehen. Du kannst Horrorfilme schauen, die unrealistisch sind. Da kannst du dich fantasievoll reinversetzen und sagen, boah, an der Stelle von dem Astronauten würde ich da jetzt meine Plasma-Gun nehmen und den Aliens ins Gesicht schießen. Das ist ja auch abstrakt und trotzdem kannst du sagen, was du jetzt an der Stelle von dem Astronauten machen würdest. Also du kannst das, du willst nur, glaube ich, manchmal nicht. Nee, also ich kann mich doch sehr gut da hineinversetzen, aber ich finde trotzdem, dass manche Dinge einfach nicht so greifen. Gut, also du hast jetzt trotzdem gesagt, nicht vegan. In 100 Jahren hat sich so viel geändert. In 100 Jahren hat sich so viel unsere Technologie geändert, aber in 100 Jahren hat sich unsere Denkweise nicht geändert. Wir haben immer noch Arbeitslosigkeit. Bro, wir haben noch so viel. Was hat sich geändert? True, wir haben sogar mehr Probleme. Dann ist okay, aber es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt an Tieren. Das widerspricht sich vehement, weil nicht vegan sein bedeutet, Gewalt an Tieren auszuüben. Und Gewalt braucht eine Rechtfertigung. Ganz anders gesagt, eben hast du gesagt, wenn der Inuit... Ja, aber das ist ja theoretisch gesehen noch vegan in der Überlebenssituation. Aber er tötet ja trotzdem. Aber der Löwe in der Überlebenssituation tötet ja genauso. Aber der Löwe hat keinen moralischen Kompass. Warum rede ich eigentlich immer so oft über dieses Thema, Bro? Ich liebe Gaming, warum bin ich hier? Der Inuit hat diesen moralischen Kompass, der könnte sich dagegen entscheiden, der könnte eventuell sogar mit viel Aufwand, wenn er das auch möchte, aus seiner Heimat genommen werden oder freiwillig woanders hingehen, wo er das nicht mehr machen müsste. Vorausgesetzt hätte er eher viel CO2. Das meint mit den Gesetzen. Ja, das Einkommen, Strukturen fühlt sich da wohl und ist auch mit der Kultur fein. Das sind ja nochmal ganz verschiedene Punkte. Mhm. Das ist für dich dann vegan nachvollziehbar. Ja.
Aber wenn jetzt ein Tier ein anderes Tier frisst, aus dem gleichen Grund, um zu überleben. Da fehlt aber nur dieser moralische Kompass. Es ist beides nicht okay. Man sollte in beiden Szenarien eingreifen. Absolut. Definitionsgemäß wäre das natürlich vegan, wenn du es nur genauso viel machst zum Überleben. Aber man sollte eingreifen. Damit änderst du ja die komplette geopolitische und also du würdest ja so viele Menschen das komplette Leben, du findest, was sie kennen, entreißen. Dürfen die Inuit jeden Tag ein Menschenbaby töten? Nein, das machen sie nicht. Doch, sie töten Tierbabys. Sie fühlen genauso. Ja, aber das ist ja nicht praktikabel. Die töten ja nicht ihre eigenen Babys, um sie zu essen. Aber sagen wir mal theoretisch, die gehen in ein anderes Dorf und das sind Menschenbabys. Und aber die das gehen machen sie nicht. Aber das machen sie nicht. Weil sagen, da der moralische Kompass du kannst bleibt. Wirklich keine Konjunktive? Kannst du das nicht? Doch, aber sie macht es nicht. Die machen es nicht. Die machen es nicht. Okay, also sie gehen jetzt darüber und die haben keinen moralischen Kompass oder sie haben sogar einen, also sie müssen das tun, um zu überleben. Mhm. Ja? Und sie gehen da jeden Tag hin und töten ein Menschenbaby. Mhm. Selbst wenn sie das zum Überleben täten, klar hätte man dann Mitgefühl und würde man ihnen sagen, hey Leute, das geht nicht, wir siedeln euch jetzt um, damit ihr nicht jeden Tag ein Menschenbaby töten müsst. Diese Fische, diese Robben, die fühlen genauso wie Menschenbabys. Die sind genauso bewusst und leidensfähig. Das ist ja das, was ich eben gefragt habe. Ist das man sollte natürlich einschreiben. Konsens, dass also das glaube ich jetzt weniger, dass ein Fisch so viele Gefühle haben kann, wie ein Mensch? Hatten wir schon. Das ist es. Die sind je nach Art sagst du selber unterschiedlich. Ja, aber das ist ja trotzdem keine Rechtfertigung. Selbst wenn jemand ein bisschen weniger leidensfähig ist, aber trotzdem noch unter der Realm von bewusstes Individuum fällt. Es gibt ja auch Menschen, die ein bisschen weniger bewusst sind. Ungefähr auf dem Niveau von, keine Ahnung, einem Huhn. Ein Huhn ist wahrscheinlich weniger bewusst und leidensfähig. Oder auf eine andere Art und Weise wie eine Kuh. Mhm. Aber trotzdem kann oder ich nicht... Fisch. Wahrscheinlich ist ein Fisch, es kommt auf die Fischart an. Es gibt Fische, die sind sogar intelligenter als Hühner und leidensfähiger als Hühner. Ja, Hühner sind ziemlich aber die sind alle gleichermaßen bewusst und leidensfähig. Aber bevor wir uns jetzt in Whataboutisms stürzen, was mit den geringen Prozentsätzen der Welt, die aber auf das Beispiel tierische... hast du eben angebracht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und ich wollte dir halt zeigen, dass das halt trotzdem in die Definition von so weit wie praktisch durchführbar fallen würde von Veganismus, dass ich trotzdem... Ich hätte mich nerven, Leute, die sowas sagen. Whataboutism. Kriegen einen kleinen Trigger, wenn Leute sowas sagen. ...dem einschreiten würde und dass man hier Lösungen finden sollte und müsste und könnte, leicht, das ist ein anderer Aspekt und das kommt dann noch hinzu. Aber zuerst müssen wir die individuelle Moral zulassen und sagen, okay, das ist Mord, das ist nicht in Ordnung. Ich muss das erstmal für mich machen, vor allem in einer Region, wo ich rein pflanzlich easy leben kann, wo also, es überhaupt keine Ausrede dafür gibt. Und dann werde ich diesen Regionen helfen, dass sie dort Reisimport haben. Dass sie dort zweiten Teil, und Sonntag! Lass uns dieses Thema, hier gerne mal ab. Fuck, Sonntag gucken wir gar keine Videos. Schließen, ich glaube, in der Grundargumentation verstehe ich das, wie gesagt. Das ist genau Whataboutism. Jemand sagt ein Problem und dann sagt jemand, aber was ist mit denen? Schwarze werden rassistisch behandelt in Amerika, aber was ist mit den Asiaten? Das ist Whataboutism. Logische Möglichkeiten und die sehe ich in dem Thema nicht, aber... Für dich schon. Also selbst wenn der Inuit es niemals kann, dann kannst du trotzdem vegan sein und dafür gibt es keine Rechtfertigung, hast du schon gesagt. Aber auch da wieder... Appeal to popularity. Der gesellschaftliche Kontest hat überhaupt nichts zu tun hier. Ich rede jetzt auch nicht von Schwarmintelligenz oder sowas oder solchen Geschichten. Aber Appeal to Popularity. Ja, auch wieder ein schwieriges Thema und auch von der Vokabularität her. Aber voll dumm. Ja, das ist der Use von Whataboutism, das Wort. Ein bisschen schwierig. Appell an die Gesellschaft, Appell an Mitläufertum. Lass uns das Thema trotzdem mal beenden. Wie gesagt, du bist ja eine Aktivistin und hast da auch, wie du selber sagst, militante Züge und hast ja auch, heißt ja so, hast da auch, glaube ich, eine Hardline-Einstellung, die für viele nicht nachvollziehbar ist. Aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt, okay? Ja. Okay, let's go. Es geht noch ein Punkt! So, Farbe hat sich geändert. Mhm. Ich habe ein Statement hier, die Nummer 2, die Nummer 3, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das ist eine Sache, die mir persönlich ein bisschen bei dir aufgefallen ist, wo ich dich einfach mal drauf ansprechen wollte. Was ist das Food? Wir haben hier ein Curry mit bisschen Reis. Mhm. Natürlich auch vegan. Übrigens, sehr funny, dass du gesagt hast, oder gefragt hast sogar, du würdest nicht mit mir an den Tisch setzen, wenn ich das Fleisch esse. Verstehe ich vollkommen, da habe ich auch gar kein Problem mit. Für mich wäre das jetzt auch gar keine Möglichkeit gewesen, sich jetzt hinzusetzen und sich irgendwie Schwertisch hier reinzuschaufeln. Weil den Respekt ich dann ja dir schon gegenüber geben möchte. Aber den Tieren gegenüber nicht? Ja, was ich ja privat mache, kann dir egal sein. Aber den Tieren halt nicht. Also ich brauche nicht, dass du mich respektierst, okay? Aber ich brauche, dass du die Tiere respektierst. Und wenn du sagst, du respektierst mich, dann nervt mich das genauso, wenn du dann hinter der nächsten Tür ohne mir am Tisch Tierprodukte isst. Also wo ist da dein Respekt? Das ist geheuchelter Respekt, den du mir hier gerade bietest. Nee, ich heiße dir den persönlichen Respekt, aber dem Tier gegenüber nicht. Wow. Das ist ja ein Unterschied. Ja, ist erbärmlich. Bro, sie ist so annoying. Holy shit, Bro, warum ist sie so nervig? Ist ja ein Mensch, ein Tier ist ein Tier. Das hatten wir eben schon. Nummer 2 ist, Aktivismus geht für mich einher mit Selbstdarstellung oder persönlicher Bereicherung. Ja. Ist ein sehr hartes Statement, finde ich. Nee. Findest du nicht? Nein. Okay. Als Menschen haben wir alle... Ich kurz erklären wollen. Entschuldigung. lass mich kurz darauf eingehen. Mir ist eine Sache bei dir aufgefallen. Du bist immer offen für Gespräche. Du bist sehr gerne in solchen Formaten wie hier auch da. Und
gehst ja auch gerne in den sehr direkten Diskurs. Durch diesen verdammten faulen Mod anschert. So den Angriff und die Diskussion nicht, was ich erstmal gut finde, was ja auch wichtig ist, um die ganze Mission voranzubringen. Mhm. Du würdest dich selber wahrscheinlich als Extremistin bezeichnen, oder? Nein. Nein? Okay. Aber du sagst, du bist militant, was ja ein Stück weit dem Extremismus gehört. Aber das ist ja der Name. Ja, ich habe mich so genannt, okay. Weil einen halt sofort alle militant bezeichnen, okay, okay, sobald man gut. halt okay. vegan also ist. Also ist es eher so eine ironische Meta-Ebene. Ja, genau. Okay, okay, okay. Ich glaube aber, die Public-Wahrnehmung, auch da wieder auf Pilot Republic, hast du keinen neuen Mods mehr, Firma. Ist wahrscheinlich, dass du eher in den extremistischen Bereich fällst, weil ja deine Aussagen, unabhängig von deiner Mission, die ja nobel und richtig ist, das haben wir schon mal festgestellt, so auch wenn du da sagst, ich bin nicht vegan, ich kann das eigentlich gar nicht daten, doch manchmal ein bisschen anecken. So wie du es machst, ist es super, super clever. Du verstehst die Social Medias, du verstehst TikTok, du verstehst Twitch, du verstehst YouTube, du verstehst diese ganzen Formate sehr, sehr gut. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist dieses sachliche Einordnen. Weil ich habe das Gefühl, du hast jetzt eine Reichweite erreicht, du hast jetzt einen Schwellwert an Reichweite, wo du eigentlich umschwenken könntest zu einer sachlichen Aufklärung, weg von diesem sehr angreifenden Ton hin zu einem vernünftigen Diskurs. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass du dich daran ein bisschen verlierst in dieser Mission. Ja, Pi ist so kaufbar. Und dann auch Punkte dazu kommen, wie, das haben sehr viele Leute kritisiert. Ganz viele Leute haben gesagt, sie macht jetzt Onlyfans. Mhm. Das passt aber nicht zum Aktivismus. Mhm. Sage ich ganz ehrlich, das ist deine private Sache, was du machst. Das ist überhaupt, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Ich habe nur manchmal den leichten Unterton, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, mitbekommen, dass dieser Aktivismus teilweise so wirkt, als wäre es eine vorgehaltene Mission, um dich selbst darzustellen oder sogar persönlich finanziell zu bereichern. Wie stehst du dazu, zu dieser Wahrnehmung? Ich denke, die meisten Menschen, mich inklusive, haben einfach inhärent mitgegeben, dass wir uns im Leben erfüllen wollen, dass wir was Sinnvolles machen möchten. Und dazu gehört halt OnlyFans. Auch etwas Schönes beizutragen, zu helfen. Born. Aktivismus ist für mich definitiv eine Art und Weise, diesen Aspekt meiner Persönlichkeit, meines intrinsischen Wunsches, sinnvoll zu sein, zu erfüllen. Das hatte ich davor eben im Medizinstudium als Ärztin. Und das hat mir du warst 7 Monate als Ärztin? Nein, ich war zweimal 7 Monate. Einmal 7 Monate, einmal... In der Pathologie, richtig? Genau, einmal war ich in der Basisausbildung und dann bist war du ich nochmal... Doktor? Also du hast einen Doktortitel? Ja. In der Pathologie? Nein, also sondern? Ich, Arzt. Du machst erstmal Medizinstudium fertig und dann hast du keinen... Du hast dich noch nicht fachlich... Genau, genau. Ja. Hm? Du kommst aus Österreich, richtig? Ja. Okay. Und für mich ist dann einfach so dieser Klickmoment aufgegangen, oh, wo sind denn die allermeisten unterdrückten Wesen, die am meisten leiden? Und da Tiere ja genauso leidensfähig sind wie Menschen, macht es ja von der Skala her einfach nochmal mehr Sinn, sich eben dem Tierrechtsthema zuzuwenden, weil es am unnötigsten ist, es am leichtesten zu beenden und es sind die allermeisten Opfer. Am leichtesten zu beenden? Und deswegen ist für mich Tierrechtsaktivismus definitiv um meinem Leben auch etwas sinnvoll zu erleiden. Also es gibt den Purpose, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen selbst da... Man lacht 1:1 wie Weilam. Ist das eine Lüge? Mein Lachen ist einzigartig. Stellung, das sehe ich eher so als Selbsterfüllung. Dass ich auch stolz bin auf meine Arbeit, auf meine Persönlichkeit, auf das, was ich geschaffen habe, die Marke militante Veganerin. So, da, sicher bin ich da stolz drauf. Vielleicht, wenn jeder so denken würde wie sie. Ja, aber das ist das Problem. Nicht jeder denkt so. Sicher macht mir auch der kreative Aspekt davon Spaß, so dass ich jeden Aspekt von meiner Persönlichkeit sei, dass ich gern tanze, gern Jingles schreibe, gern Texte, Rap-Battles mache, dass ich gern rede und vor der Kamera stehe. Mhm. Ja, das macht mir alles Spaß und es ist doch schön, wenn ich die Möglichkeit habe, all diese Fähigkeiten für etwas Sinnvolles einzusetzen. Und so kommt das alles in so einem Kreis zusammen. Ihre Kutschi zu zeigen. Das ist für mich eine wunderbare Arbeit und ich denke wirklich, dass... Ist sie aktiv auf OnlyFans? Weiß es jemand, Chat? Lädt sie da aktiv was hoch oder war das so ein One-Time-Ding? Dass ich ja etwas voranbringe, selbst wenn du das nicht so betrachtest. Schau nach, ja. Fuck no. Also, jeden Dienstag? Oh. Wie gesagt, die Grundüberzeugung, die Grundmission, d'accord, finde ich cool. Mir fehlt manchmal so ein bisschen dieses, jetzt schwenke ich um von diesem sehr in den Angriffsmodus gehende, ich möchte populistisch hier irgendwie polarisieren, ich möchte auffallen, ich möchte anecken. Es waren auch sicherlich Aktionen von deiner Seite aus dabei, die im Nachhinein vielleicht ein bisschen Einordnung gebraucht hätten, deinerseits eventuell. Ich weiß nicht, ob du das so siehst, das ist auch immer die Sache. Und ich glaube, wie gesagt, dass mit der Reichweite, die du jetzt hast, aber das ist nur meine Wahrnehmung, beziehungsweise auch die einiger anderer, du die Möglichkeit hast, mit diesem Fundament wirklich mit einer etwas gemäßigteren Aufklärungsarbeit vielleicht mehr zum Ziel zu kommen. Ich verstehe, wie gesagt, das ist ähnlich, glaube ich, wie bei ein schwieriger Vergleich, auch da wieder, weil du selber sagst, es gibt keinen schwierigen Vergleich, also mache ich ihn einfach. Bei Klimaklebern... Können wir nicht alle ehrlich sein?
dass ehrlich, guter, fairer Porn was Gutes ist, was jeder, beziehungsweise viele schauen dann lieber good als bad. Was? Ich verstehe den Satz nicht. Theoretisch auf die Straße kleben, die Ecken erstmal an, die Nerven, die sind ein Dorn im Auge und das ist wichtig. Das ist vollkommen wichtig, dass solche Leute, so wie du, auch nach vorne gehen und Sachen auf den Tages, ne, aufs Tablett legen quasi und sagen, hallo, hier müssen wir dran arbeiten. Das mit der Trotzhaltung kann definitiv die erste Reaktion auf Aktionen von mir sein. Da orientiere ich mich ganz gerne an vergangenen Gerechtigkeiten. Ich finde es halt unnötig, über Traumvorstellungen zu reden, was halt nicht praktisch ist. Wo Was ja Menschenrechtsbewegungen sind, die. Ja, Ne, und ja. Tiere, Menschenrechte und Tierrechte sind ja Wir kommen verlinkt, immer weil wieder zurück Tierrechte zum ja nur eine Thema. logische Erweiterung von Menschenrechten sind und du mir auch noch keinen ethisch signifikant haltbaren Eigenschaftsunterschied nennen konntest, warum man hier differenzieren sollte. Und genauso denke ich eben, dass es polarisierende Stimmen braucht, um das Thema der Tierrechte und die Versklavung der Tiere in ins Zentrum des Das gesellschaftlichen habe ich im Diskurses zu Diskurs, das ist bringen. das, was ich Ja. gerade gesagt habe, genau. Und das tue ich Guter ja Song. auch. Ich finde das immer wieder so lustig, wenn Leute mich für die Art und Weise meines Aktivismus kritisieren. Also ich nehme halt einfach kein Blatt vom Mund und ich sage halt die Dinge einfach, wie sie sind. Und manche Leute Ja, aber die Dinge, die sind, ergibt keinen Sinn. fühlen sich schon beleidigt oder angegriffen, wenn ich sage, ja, du lässt Tieren die Kehle aufschlitzen, aber das ist ja einfach Fakt. Okay, I don't care. Alright, Chat, wir sehen uns, wir sehen uns. Das war's, das war's, das war's, das war's, Chat.